Sedat war dann erst etwas später nach dem Ahmed auf meiner Gruppe. Zu Ahmed kann ich eigentlich gar nichts sagen. Ich schätze mal, dass der mit Drogen gehandelt hat oder so. So kam der mir vor. Großartig. Ich glaube nicht, dass das ein Einbrecher war oder sonst was. Ich denke mal, das war ein Drogendealer. Und nach ihm kam in seine Zelle kam Sedat. Das war auch ein Türke aus Hannover. Mit dem seinen kleinen Bruder habe ich zwischendurch rumgehangen. Hab mit dem geraucht und geklaut und ist auch mit Einbrechen gegangen und so. Und der Kleine war halt auf Shore und der Große, der hat voll den Hals auf uns gefahren. Auf jeden, mit dem sein kleiner Bruder unterwegs war. Die hat er fast alle geschlagen, so, ne? Wenn er dann rausgekriegt hat, mit wem der unterwegs war und so. Meistens hat er die Leute dann auch verraten, der Kleine. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Lütte hieß. So, und dann war ich 2-3 Tage mit dem unterwegs und dann habe ich schon gehört, ey, Sedat sucht dich, Sedat sucht dich. Der weiß, du hast mit seinem kleinen Bruder rumgehangen und Schore geraucht und dass der Lütte bei dir geschlafen hat und so. Also der Lütte und ich, wir haben zusammen bei Dekra gepennt. So, ne? Also wir haben da die Nächte verbracht. So. Aber war auch vollkommen egal, okay, der wusste nur, der hat mit mir rumgehangen, so mit mir irgendwo gepennt, wusste aber nicht wo, also habe ich von Dekra nichts erzählt. Weil er wollte unbedingt, ich habe eine Telefonnummer gekriegt, dort sollte ich mich melden. Und dann habe ich da angerufen und ich wusste, Sedat ist dran. So, ne? Sagt er, na, kleine Fotze. Sagt er, bist mit meinem Bruder Schore rauchen gewesen. Ne? Sagt er, hast du jetzt auch die Eier in die Stadt zu kommen? Sagt er, ich sage, ja, wo muss ich denn hinkommen? Sagt er, ja, komm zum Opernhaus, ich will mit dir reden. Sagt er, am Telefon habe ich keinen Nerv. Ja, okay, ich wusste, ich krieg Schläge. Ein Kollege, mit dem ich damals unterwegs war, hat gesagt, geh da nicht hin, der haut dich, natürlich haut er mich. Ich wusste ja aber auch wofür, ich wusste es auch schon vorher, bevor ich mit seinem kleinen Bruder unterwegs war. Wenn der Alte das mitkriegt oder der Ältere das mitkriegt, dann kriegt er so einen Hals und versucht mich bestimmt zu hauen. So, ne? Und dann habe ich gedacht, ach komm, so schlimm kann es nicht werden. Wenn du die Eier hast, da hinzugehen und dich vor ihn hinzustellen, so, dann endet das bestimmt, wir labern ein bisschen und er sagt, mach das nie wieder und so. Ah, der Hund hat mir original direkt einen gezogen. Ich komme nur auf den Platz, klatsch, habe ich erstmal einen hängen gehabt. Und dann ging ich wieder mit meinem Bruder rum und so. Und dann hat er mich in den Arm genommen und gesagt, finde ich aber gut, dass du hierher gekommen bist und dir einen klatschen lässt. So, weil ich konnte gegen den gar nichts machen. Das ist so richtiger Kanten gewesen, ne? Im Verhältnis zu mir auf jeden Fall. Und sowieso hat er gerne Leute gehauen, hat er dann ja später da in Hameln, hat er da auch ständig immer noch mal Stress gehabt. Deswegen da eine Ohrfeige, da in einen Hinterkopf, da eingetreten. Und so, er hatte so seine Gliedmaßen nicht ganz unter Kontrolle. Ja, so kannte Sedat halt schon von draußen, als er bei uns auf die Gruppe gekommen ist. Aber er hat richtig ernsthaft freundlich gelächelt, als er mich gesehen hat. Als er auf die Gruppe kam, war ich ja schon ein paar Wochen da. Alter, was machst du denn hier? Und so. Ich war der Einzige von der Gruppe, den er kannte, so von draußen. Ne? Und das war auch nie Thema nochmal. So, ne? Also fand das cool, dass ich mich damals hingestellt habe und mich schlagen lassen habe. So. So, der hat die Eier, der weiß genau, ich hau ihn. Und trotzdem stellt er sich hin. Na ja gut, eine Ohrfeige muss er kriegen. Ne? Für die Frechheit, dass er da mit meinem Bruder unterwegs war. Schon. Ja, der war dann auf der Gruppe. Das war ein Dealer. Der hat Heroin verkauft, der hat Show verkauft. Und hat aber selber nichts genommen. So, ne? Und Leute gehauen, ne? Abgezogen und so. Und das war sein Ding. So. Ich glaube, der ist später auch abgeschoben worden. Weil der so, das war auch so notorischer. Der konnte nicht anders so. Er hat einmal Blut geleckt, okay, so kriege ich viel schneller Geld als mit Arbeiten gehen. Komm, ich hau ein paar Leute auf die Fresse, verkaufe ein paar Beutel und fertig. Dann habe ich jeden Abend 1000 Mark. So, weißt du, was anderes kam für den nicht wirklich in Betracht. Dann gab es diesen André, ich glaube, der kam aus Emden, so ein rotblonder mit Sommersprossen, so ganz blasser und voll die Haare überall auf dem Rücken und auf der Brust und so. So ein großer, kräftiger auch. Ich glaube, das war ein Einbrecher, auch ein Süchtiger, glaube ich. Also, ich weiß, kann mich nicht erinnern. Doch, der hat mit den Portugiesen immer zwischendurch auch schon geballert, zwischendurch oder geraucht, je nachdem. Der Portugiese hat zwischendurch immer auch was gekriegt. Aber sonst mehr weiß ich von dem. Ah, und seine Frauengeschichten, genau. Der hat immer Weibergeschichten erzählt. Und dann habe ich die so und die so. Und das ist voll die Sau, mit der kannst du alles machen und so. Voll der hässliche Purz, Alter. Und erzählt, wie geil er, voll der Pimp, Alter. War immer lustig, so seine Weibergeschichten. Naja, das ist so, was ich von dem in Erinnerung habe.
Der war später auch bei Fluchtversuch Nummer 2 dabei in meiner Zelle, voll auf Rollen mit der Bettlatte da am Hebeln und so. Ja, dann war der Portugiese auch so ein ganz schlanker Typ, aber so eine Unterarme und so. Der hat richtige Ohrfeigen auch verteilt. So meine Gewichtsklasse, so 60 Kilo, 65 Kilo, mehr nicht so, ne? Und das war auch ein Dieb halt, ne? Ein süchtiger Dieb und Einbrecher und alles. Egal, wenn es Geld bringt und einfach ist und schnell geht. Und der hat auch alles gemacht, so im Grunde gleicher Film wie meiner. Der hat immer Postkarten gekriegt, also nicht immer, nicht regelmäßig, aber immer wieder hat er Postkarten gekriegt, so mit Schore. Auf der Folie heiß gemacht draußen, eine schöne große Briefmarke gekauft, eine dicke oder eine richtig gute Ansichtskarte. Und dann haben die Leute draußen mit der Rasierklinge unter der, also bevor da an der Stelle, wo die Briefmarke kommt, das Papier eingeschnitten und so ein, zwei Lagen von dem Papier rausgenommen, dass an diesem Feld die Karte dünner wird. Und dann einen Fleck gemacht, einen Schorefleck auf der Folie, geboostet, das wird trocken, das wird hart wieder abgezogen. Das kannst du dann so, da kannst du den ganzen Fleck abziehen von der Folie, auf die Karte gelegt, vielleicht mit einem Prittstift so ein bisschen einmal angeditscht und das festgeklebt auf dem Papier, Briefmarke drüber, fertig. Und dann hoffen, dass der Postbote oder die Maschine, die das stempelt, nicht zu dolle draufhaut, dass der Fleck heile bleibt. Aber selbst wenn er kaputt bröselt darunter, dann hast du halt nur eine scheiß Arbeit, das alles runterzukratzen von der Karte dann hinterher. Und so kam Heroin unter der Briefmarke, immer so ein halbes Gramm maximal, vielleicht ein Gramm. Aber dann hast du schon eine richtig große Briefmarke genommen, so eine Sondermarke irgendwie. Und das fällt dann irgendwann auch auf, so kannst du nicht immer machen. Kannst ja auch nicht erzählen, du sammelst Briefmarken im Knast, so weißt du, von deinen Karten. Aber so war immer, es gibt ja immer so ein bisschen größere Briefmarken, kannst ja auch aussuchen da in der Poststelle. Und so hat er immer wieder mal Schore gekriegt und hat dann geraucht. Und wenn er es nicht rauchen konnte, weil er es so dolle mit Papier geklebt hat oder so, dann hat er aufgekocht, dann hat er geballert, ne? Und ich weiß nur, und ich denke, was macht der denn da? Ich komme aus der Dusche raus oder ich weiß nicht, irgendwas habe ich gemacht, gehe an ihm vorbei und er steht so an der Wand. Ich stehe so, nee, ich so, was machst du denn? Er ist sich voll erschrocken, so, ich mach die Nadel scharf. Ich sage, was? Hat der Original so eine Insulinspritze? Die Nadel ist ja im Original vielleicht etwas länger als ein Zentimeter, da war nur so ein kurzer Stumpen dran. Und war er da am Schärfer an diesem roten, an der Backsteinmauer. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. So hat er seine Pumpe scharf gemacht, weil die nicht mehr reingegangen ist. Weißt du, stumpf, voll das stumpfe Ding. Verbiegt sich schon die Nadel beim Reinstechen. So hat er die angeschärft, ne? Hatte keine Zigarettenschachtel, sonst hätte er das an der Reibefläche von der Zigarettenschachtel gemacht. Und so hat er seine Pumpe dann da. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ah ja, wenn du richtig süchtig bist, machst du auch so einen Scheiß, ne? Geht noch schlimmer. Aber das war das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Ich dachte, das ist gar nicht, wie ein Messer, weißt du, am Wetzstein macht er diese dünne, das geht eigentlich gar nicht, ist viel zu grob, der Stein. Aber naja, hat er auf jeden Fall versucht. Ging wohl auch ganz gut, hat ja geklappt. Ja. Spritzen war zu der Zeit, ja, das war noch so auch noch eine verpönte Sache. So, die Jugendlichen, die süchtig sind, sind meistens noch nicht am Spritzen. Das passiert dort drin, aus Mangel der Materie, ist nur so wenig, ja, wenn ich das rauche, bringt mir nichts und so. Weißt du, die Leute sind gierig und so fangen sie dann an zu spritzen. Aber im Normalfall, Heroin wurde auch geraucht. Konsumiert auch geraucht. So. Also relativ selten, dass man das mitgekriegt hat mit Ballern. Wie gesagt, die beiden Portugiesen, der eine auf meiner Gruppe und später der andere auf der anderen Gruppe, so, den ich von draußen halt auch kannte, so, die haben beide geballert auch im Knast. So. Also, da gab es bestimmt auch ganz viele mehr, die das nur heimlich gemacht haben. Ja, so dass ich das direkt auf meiner Gruppe auch erlebt habe, war das einzige Mal. So. Sonst habe ich das von anderen Gruppen und so. Bei uns waren eigentlich, also die, was Konsum anging, war das hauptsächlich auf Cannabis beschränkt. Also zum allergrößten Teil, so 95%. Dass da mal auch Schore geraucht worden ist und so, oder auch gespritzt worden ist, da kommen wir nicht drum herum. Das sind süchtige Gefangene. Und wenn sie die Möglichkeit haben, dann machen sie das auch.